Sehr häufig gestellte Frage zum Thema Brustvergrößerung ist die Frage nach der Lage der Narbe bzw. welcher Zugang der beste ist. Um ein durchschnittlich großes Silikongel-Implantat einzubringen, benötigt man einen Schnitt von 4,5 bis 5 cm Länge. Dieser kann entweder in der Unterbrustfalte gelegt werden, in der Axilla verlaufen oder auch im Bereich des Brustwarzenhofes gesetzt werden. Jeder dieser Zugangswege hat verschiedene Vor- und Nachteile, sodass es letztendlich von den Vorlieben und Vorstellungen der Patientin bzw. von den Gegebenheiten der Brust abhängig ist, welcher der beste ist. Der Schnitt im Bereich der Unterbrustfalte ist der am häufigsten angewendete und sicherste Zugangsweg. Im Idealfall sollte er genau in der Falte liegen und damit im Schatten der Brust und somit so gut wie nicht sichtbar sein. Er bietet dem Chirurgen die beste Übersicht, sodass auch etwaige Blutungen sehr gut gestillt werden können. Durch diesen Zugangsweg kann das Implantat lagern, sehr schonend gebildet werden, weil sich die Gewebsschichten zwischen Brustdrüse und Muskel bzw. auch zwischen Muskel und Brustkorb sehr gut und schonend voneinander lösen lassen. Der einzige Nachteil dieses Zugangsweges ist die Tatsache, dass die resultierende Narbe als zarte weiße Linie bei erhobenen Armen und Licht sichtbar ist. Eine weitere Möglichkeit ist der Zugang im Bereich der Achselhöhle. Dieser ist technisch aufwendiger und schwieriger und bietet bei weitem keinen so guten Überblick. Auch ist die Lage in einem für die Wundheilung nicht idealen Bereich, sodass es hier leichter zu kleinen Wundheilungsstörungen und damit nicht zu schöner Narbenbildung kommen kann. Auch diese Narbe ist nur bei erhobenen Armen und Licht sichtbar, wobei man aber sagen muss, dass sie auch von einer anderen Operation stammen kann und damit nicht so verräterisch ist. Der Zugang im Bereich der Brustwarze ist ideal, wenn gleichzeitig eine Bruststraffung durchgeführt werden soll oder muss, weil dabei die Brustwarze ohne dies versetzt werden muss. Ansonsten ist es meiner Ansicht nach keine ideale Form, um eine Brust zu vergrößern, da dabei die Brustdrüse durchtrennt werden muss oder um die Brustdrüse herum präpariert werden muss, um die Implantattasche zu schaffen und das wiederum mit einem größeren Weichteiltrauma einhergeht. Es gibt also, wie Sie sehen, verschiedene Zugangsmöglichkeiten mit eben unterschiedlichen Vor- und Nachteilen, sodass es wichtig ist, in einem ausführlichen Beratungsgespräch zu klären, welcher Zugang für Sie der ideale ist. Danke und auf Wiedersehen. Wenn Ihnen diese Information gefallen hat und Sie noch 20 weitere Videos zum Thema Brustvergrößerung ansehen möchten oder wenn ich Ihnen meinen schriftlichen Report alles über Brustvergrößerung zusenden soll, besuchen Sie uns unter www.rezec.at/kostenlos.